Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen bei The Forest. Wir sind im Wald. So. Ich sehe auch gerade, meine Rüstung ist wieder ein bisschen kaputt gegangen. Wir sind auch fast fertig mit dem Wald, mit der Mauer. 16 Holzstämme brauchen wir noch. Was ist das denn da? Ach, ist eine Echse. Wann ist denn die Falle ausgelöst worden? Gut, hier ist erstmal alles IO. Gucken wir uns mal die andere Seite an. Trinken haben wir noch. Wir wollen heute, oder genau, wir wollen heute uns ein paar Tücher besorgen. Denn wir haben überhaupt nicht mehr viel. Oder Stoff, 14 haben wir nur noch. Da würde ich sagen, gehen wir ab in den Wald. Hier gegenüber in den Wald. Hinter der Mauer. Hier sind schon wieder zwei Bäumchen. Hier sind auch schon wieder Bäume nachgewachsen. Fantastisch. Ab und zu schlafen gehen zwischendurch mal im Spiel. Ist doch ganz praktisch. So, und die Bäume, die noch zu nah sind an der Mauer, mache ich später kaputt. Und vielleicht baue ich nochmal ein, zwei Türmchen. Damit man. Glück gehabt, Kaninchen. Damit man dahinter, ja, wenn Kannibalen kommen, die erschießen können. Ich hatte, glaube, drei, vier Mal Besuch. Aber ich habe die ganzen Bäume hier, auch die jetzt schon wieder nachgewachsen sind. Komischerweise geht das ganz flott bei denen. Und hier ein paar am Rand abgehackt. Und immer, wenn ich Schreie gehört habe, bin ich hier in die Ecke gegangen. Hab mich hier versteckt. Aha. Musste nicht kämpfen. War ganz praktisch. Wir sind hier immer vorbeigelaufen. Da mal hinten hin, haben ein bisschen rumgeschrien, wieder zurück. Und ja, hat ja bald ein Ende. Dann machen wir es nämlich hier zu den Sack. Zack. Und dann müssen wir nicht vergessen, hier diese komische Kunstgeschichte. Ach komm, machen wir gleich mal das auch zu. Ich weiß nicht, ob sie da durchgehen können. Sind auch nochmal drei Stück. Okay. Ja, von oben sind sie bisher noch nicht runtergesprungen. Also Bäume raufklettern tun sie, aber. Ah ja, wir wollen, können ja mal die andere Seite gucken. Oder generell mal hier die Mauer lang gehen. Ich habe nämlich das Gefühl. Es ist wie mit den Leichen. Wenn man am Stück spielt, bleiben die Totems und die Leichen liegen. Weil hier waren auf jeden Fall an der Mauer zwei Stück. Ach, scheiße, das Glück. Und jetzt sind die schon wieder weg. Von den Kannibalen. Also ich glaube, wenn man aufhört zu spielen oder wenn man halt das Spiel schließt, merkt er sich nicht mehr die Position der Totems. Und der Leichen. Weil hier unten ist jetzt auch nichts mehr. Gut, da hinten wollen wir hin. Rache ist Blutwurst. Pfeile haben wir. Im Köcher 47, das sollte reichen. Laub brauchen wir auch. Häute und Köpfe brauchen wir ja. Fünf Stück. Und am besten wäre noch Aloe Vera. Weil wenn ich wieder Köpfe abpacke, mache ich mich wieder schmuddelig. Bin ich wieder infiziert. Schön das Laub ernten. Wie viel kriegen wir überhaupt dafür? Blatt eingesammelt. Blatt eingesammelt. Und wenn wir die jetzt zerhacken. Nur auch nur Blatt eingesammelt, drei Blätter. Vielleicht geht das ja schneller, wenn wir diese Bäumchen abhacken. Die Stöckchen brauche ich zwar nicht, habe ja genug. So, jetzt brauchen wir nur ein paar Eidechsen. Eidechsen sei schon, Warane sind das. Damit wir ein bisschen mehr Tarnung bauen können. Und dann die Tücher für die Knochensachen.
Wenn wir noch Knochenrüstung haben. Ich habe ja gesagt, ich wollte ja eigentlich voll ausgerüstet den Kannibalen gegenübertreten. Aber die haben mich jetzt so genervt. Die werden jetzt ein paar abschlachten. Definitiv. Ich glaube, wir müssen weiter rechts. Ah, Bombi, ich lasse dich am Leben. Ich will dieses eine Lager. Wir sind ja damals in die Höhle gegangen, haben uns das Lager nicht angeguckt. Und ich hoffe, dass da, wie bei einigen Lager, halt besser Koffer sind. Ach, schade. Das ist keine Pflanze, die ich sammeln kann. Dass da Koffer sind und in den Koffern Stoff und Alkohol. Das würde den Heinrich schon glücklich machen. Und Laub. 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 Ganz viel Laub. Und ist auch gar nicht mal verkehrt, wenn ich mal einen Tag unterwegs bin. Dann können dann bei mir zu Hause die Bäume nachwachsen. Ah, nee, das sieht nicht nach einem gesunden Pilz aus. Ah, Basis ist da hinten. Was ist das denn? Ah, hier ist gerade was langgelaufen. Verdammt, hast du Glück, du Eichhörnchen. Da, meins. Ah, kleines Stück Fleisch für den Hunger für zwischendurch. Was ist das für eine Pflanze? Kann ich die sammeln? Hallo? Pflanze? Hm. Naja. Oh, was es hier für Laub gibt, das ist ja unglaublich. Das Enten? Fuck. Daneben. Fuck. Daneben. Wieder nickt er einfach nur. Da kann man die gar nicht töten. Nahkampf. Scheiße. Habt ihr Glück? Wo sind meine Pfeile? Hm. Ich hab gehofft, dass die im Wasser schwimmen, die Pfeiler, tun sie aber nicht. Ah, hier sind ein paar Fischis. Komm her, will ich haben. Jo. Also hier, der Schwörker mit dem Bogen habe ich die erwischt. Kommen noch ein Kaninchen. Das Jagd war schon mal erfolgreich. Ich glaube, die würden lecker schmecken. Die Vögelchen. Was ist das für eine Pflanze? Tollkirschen. Naja. Jetzt sollten wir mal was essen. Ich hoffe, getrocknetes habe ich noch dabei. Genau. Nicht, dass wir gleich kämpfen und er heult dann rum, dass er nicht stark genug ist. Aha. Weg. Wo ist das Tuch? Oh ne, Alkohol. Fantastisch. Oh. Bleib hier. Oh, Koffer sind hier. Ey, lauf doch nicht weg. Arznei. Oh Junge. Bleibst du mal hier? Na gut, das war das Beinchen. Das war wieder was anderes. Oh!
vermehren sich ja. Nicht hauen, nicht hauen. Ich bin da sehr sensibel. Du, lass du das sein. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Lebst noch? Nee. Toll, jetzt bin ich mit Blut besudelt und der rennt weg. Mal kurz ins Wasser gehen. Tücher! Schade. Der eine hat bestimmt ein, zwei Pfeile abgekriegt, ist aber schon wieder weggerannt. Das finde ich nicht okay. Holt bestimmt gleich Verstärkung. So. Ich könnte auch deinen Kopf gebrauchen, ne? Warte mal ganz kurz. Wo ist denn... Katana, Katana, Katana. Katana. Kopf, Rapier. So, noch vier Köpfe. Ach, hier ist ein Dorf. Noch mehr Alkohol. Fantastisch. Papier, Papier. Oh. Gucken wir uns gleich an. Oh. Nice. Ich glaube, hier hinten waren wir noch gar nicht. Da hinten ist auch noch ein kleiner Stamm. Da wird's kalt. Ah, hier gibt's ein Tuch. Nehme ich aber auch. Und wieder Tuch. Ist da eine Höhle? Pertuch. Nee. Hätte aber sein können. So. Dann sagen wir mal den Kannibalen Hallo. Ist das eine Leiche oder ist das ein Varan? Nee, ist ein Koffer. Nichts von beiden. Ah ja, stimmt, da haben wir bestimmt noch ein, zwei Koffer übersehen. Ach, da läuft mal wieder einer. Ach, schön, dass es hier Koffer gibt. Ob die auch wieder neu spawnen, die Koffer? Bei uns in der Ecke bleiben die ja immer offen. Aber es kann doch daran liegen, dass wir ja immer da sind. Weil in den Höhlen spawnen die ja auch alles neu. Eine Uhr. Oh. Ach so, wir haben noch genug Uhren. Ach, Kaninchen. Rennt es weg. So, jetzt habe ich mich hier dreimal im Kreis gedreht. War denn das Dorf? Ah ja, hier unten. Genau, und da hinten war bestimmt die Höhle. Ach, hol die Katana raus hier. Feuer. Oh, so viel Fisch. Trinken wir was? Nee, ich wollte das trinken. Trinken. Dann hauen wir uns mal so ein Müsli rein. Der Müsli ist ja schon. Oh, da ist auch einer gewesen. Der hat das kaputt gemacht. Hey, du Horst. Nur ich mache hier Sachen kaputt. Katana. Du hast meine Familie beleidigt. Hey! Halt deinen Rand, du kleiner Kannibale. Wenn ich wegen dir Verstärkung herkriege, dann... Oh! Da hackt er ja. Lässt du das sein? Muss ich anders rumlaufen, weil ich seinen Kopf brauche? Ist das eine... Nee, ich dachte, das ist eine Axt. Das sah gerade aus wie eine Axt. So eine Feuerwehr-Axt, das wäre so schön gewesen. Oh, wie bei DayZ, ey. Da freut man sich auf diese Feuerwehr-Axt. Wenn es die überhaupt noch da gibt in dem Spiel. Kopf, ich kann nur einen Kopf tragen. Och, nö. Man kann nur einen Kopf tragen. Hier ist nichts. Das hier. Irgendeine Leiche.
knusprig gebraten. Hier auch. Körperteile. Ja, hat sich ja nicht gelohnt. Hier irgendwo am Rand sind wir damals in die Höhle gekrochen. Ah, hier können wir speichern. Ah, komm, speichern wir mal schnell. Aber auch nur, damit ich weiß, an welchem Tag wir sind. Ich glaube, 48, 49 sind wir mittlerweile. Bin ich speichern hier genommen? Okay. Ich hatte gerade das Gefühl, dass wir... Ein neuer Eintrag in die To-Do-Liste. Warte mal ganz kurz. Was ist denn ein neuer Eintrag? Geistige Gesundheit, mittlerweile gut. Erkunde die Wasserhöhle. Wo ist denn hier eine Wasserhöhle? Bitte. In der Höhle waren wir. Das ist doch hier. Hier, genau. Waren wir noch drin. Grill. Aber sonst schon ruhig hier. Ein bisschen Strand, ist ja auch mal nett. Hm. Wir waren noch mal irgendwo an einem Punkt. Ah ja, mir fehlt ja immer noch die Karte, verdammt. Und dann gehen wir da hinten mal hin. Kriegen wir das Katana auch sauber? Ja. Nice. Neues Katana. Sieht aus wie neu. Gehen wir mal ein bisschen in den Wald rein. Dann können wir mich ein bisschen hier die Büsche zerhacken. Ja, das war Holz. Haben wir ja ein bisschen Stoff. Habe ich noch Knochen dabei? Hallo, da ist ein Kopf. Können wir einen Ausrüsten und kombinieren? Was kann man damit kombinieren? Ausrüsten, na komm, entfernen. Knochen müsste einmal reichen. Aber so viel Stoff haben wir auch nicht dazu gekriegt. Hätte ruhig mehr sein können. Dann machen wir mal einmal Tarnung. Aber wir haben gute Blätter mittlerweile. Über 200. Nice. Oh, was ist das für eine leckere, schöne Blume? Oh, da ist ein Kannibale. Ab ins Gebüsch. Du siehst mich nicht. Ich bin getarnt. Okay, er sieht mich. Katana, komm her! Ey, du Feiger! Kannibale, komm doch her! Ich will Kannibalen metzeln. Lauf doch nicht weg. Der läuft da. Ich sehe doch gar nicht so schlimm aus. Ich bin noch... Wir sind nicht blutbeschmiert, unser Katana ist nicht... Oh, die Sonne geht unter, scheiße. Warum geht die Sonne schon wieder so unter? Oh, wo geht's denn hier? Oh, sieht auch schön aus. Die Sonne darf noch gar nicht untergehen. Ich wollte hier nochmal gucken. Oh, sieht schön aus. Schön, schön. Also auch mal mit. Och, da ist wieder ein Koffer. Oh, hier ist ein Koffer im Wasser. Wieso kann ich die nicht... Ah, das ist natürlich blöd. Ja, toll. Jetzt glitscht der Koffer da in den... Naja, trotzdem noch Snack gesammelt. Geh auf da. Batterien. Ja, Batterien können wir auch mal gebrauchen. Für die gute alte Taschenlampe. Aber dass jetzt die Sonne untergeht, das gefällt mir gar nicht. Ich finde immer, wenn es dunkel ist, haben die Kannibalen einen Vorteil. Ringelblume. Ah, ich brauche noch Aloe Vera. Keine Ringelblume. Neue Pflanze entdeckt. Ja, ist schön. Ich genieße hier aber nicht die Natur. So. Da
warte mal, sind das da Haie? Stimmt, wir hatten ja mal Haie gesehen, ne? Leben die noch? Schon mal ein Katana raus. Boah, ich weiß nicht, sehen tot aus. Boah, ich will unbedingt so einen Kopf haben. Oh, wir haben einen Haikopf. Nimm mit. Ja, cool. Geil, geil, geil. Jetzt rennen wir nach Hause. Den will ich haben. Den will ich haben. Für den, da machen wir irgendwo eine Trophäe. Jetzt müssen wir ohne Kämpfen nach Hause kommen. Einmal ganz kurz. Hauen wir mal einen Snack rein. Schnell nach Hause, bevor der Kopf schlecht wird. Und wir müssen mal gucken, ob wir einen Sack bauen können für Köpfe. Ich meine, es gibt ja Aufbewahrungsgegenstände für, ja, für Stöcker, Beile. Ach komm, die sind aus der Puste. Vielleicht gibt es ja auch eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Köpfe, ne? Wenn wir die für die Totems brauchen. Warum nicht? So, 4, 5 Köpfe um den Gürtel rum. Zack. Hat was. Stimmt stylisch. So, ich mach schon mal... Geht das? Können wir mit dem Kopf, Heilkopf in einer Hand tragen? Können wir. So, ich hoffe, wir kommen irgendwie heile nach Hause an. Ich darf nicht kämpfen. Weil ich habe nämlich... Ja, wenn wir nämlich zur Waffe greifen, lassen wir nämlich den Heilkopf fallen. In der Dunkelheit werde ich den wahrscheinlich nicht so schnell wiederfinden. Bäumen. Okay, ich dachte, das sind Leichen. Ich sehe überall Leichen. Aber so viel Kannibalen haben wir gar nicht getötet, ne? In diesem einen Lager war nicht viel. Sind bestimmt alle bei uns zu Hause. Och, ist das düster. Jetzt durch den Kannibalenwald. Ich überlege gerade, wo können wir ja am... Ach, du Kacke. Wir müssen rechts außen rum. Das ist noch ein langer Weg. Ich überlege gerade, wo können wir diesen Haikopf aufhängen? Der braucht natürlich einen besonderen Platz. Und den muss ich aufhängen, weil wir haben ja gelernt, die Leichen und die Totems, die lösen sich ja auf. Die verschwinden ja quasi. Und den Haikopf finde ich schon gern, den finde ich schon ein bisschen nice. Hat nicht jeder. Den kriegt man nicht bei Ikea. Oder so. Eigentlich können wir generell Köpfe sammeln, ne? So, von allen Tieren mal. Spielen wir die Arche, spielen wir Noah nach. Meine Eiche besteht aus Köpfen. Meine Arche, nicht Eiche. Sind wir gleich da? Ich weiß es nicht. Es ist dunkel. Aber ruhig. Ah, Bambi, ich bin Hai. Ne, komm. Ah, wir sind schon da. Einmal öffnen, einmal schließen. Nicht in die Falle laufen. So, jetzt überlegen. Wo packen wir unseren neuen Freund hin? Weg. Hier ist schon alles so voll. Sieht hier im Haus aus. Da haben wir die Bilder von unserem Sohn. Auch schon recht voll. Ey, muss ich echt noch Wände bauen für den... Hey, das kann doch nicht sein. Oder doch, so über hier, warte mal. Ich lasse den mal draußen fallen, weil ich Angst habe, dass der sich immer quasi... Oder nee, warte mal, können wir nicht... Ja, das ist genau das, was ich mir gerade dachte. Und wehe, da fällt mir jetzt...
Wie mein Topf das eine Mal hier durch die durch den Boden. So, Schädel Trophäe. Ist das eine Trophäe? Und hätte gern doch die Trophäe hier an der Wand, bitte. Lack. Sieht das scheiße aus. Meine Schädellampe und der Hai sind fast ineinander zusammen irgendwie. Sie wissen. Kann ich die Schädellampe abmachen? Aber der Hai sieht so gerade aus, als ob er irgendwie da durchgekommen ist. So, BOM! Hier ist Mr. Hai. Ja, nee. Krieg ich nicht mehr ab, schade. Müsste ich abschlagen. Aber das will ja keiner. Das wollen wir ja nicht. Ja. Wie viele Tücher haben wir jetzt? 36. Ein paar mehr als vorher. Das ist jetzt nicht so der Renner gewesen. Das war jetzt nicht so der Hit. Dann müssen wir vielleicht nochmal geradeaus in den Wald weiter. Da waren ja auch irgendwie immer so Camping-Sachen. Campingplätze so quasi mit... da waren ja auch Taschen oder so, die man auch aufmachen konnte. Vielleicht finden wir da mehr Stoff, aber wir haben halt ein bisschen gut Nahrung gefunden. Davon gönnen wir uns auch gleich was. Alkohol haben wir gefunden, das ist sehr gut. Haben wir noch Platz im Schrank? Nein, haben wir nicht. Wir haben noch einmal Arznei gefunden. Lassen wir auch einmal gleich hier. Der Schrank ist auch voll, ne? Ja, war ja nicht verkehrt. Ach komm, den Kopf hängen wir nochmal auf. Wir können ja immer nur einen tragen. Ich habe so viel Leichen gehabt, ne? Hätte ich da mal vorher darauf geachtet, dass man selber irgendwie, ja, so Totems bauen kann. Da hätten wir ja schon eine ganze Mauer von haben können. Und das wird unser eigener Bereich hier. Alles zugemacht. Da gucken uns die Kannibalen aber dumm aus der Wäsche, wenn sie das hier sehen. Oh, der muss weg. Zack, vier Köpfe noch. Den hacken wir nochmal schnell weg. Nicht, dass ich es vergesse. Yep. Na komm, gib mal. Mach mal Mann da. Genau. Und nochmal. Der haut ja zu. Und weg. Zack. Haha. Das wird ja was hier, ne? Ich finde, das ist... Die Mauer ist richtig cool geworden. Also... Das Tor war ja fertig, oder? Doch, das Tor war fertig. Das war da, genau. Dann würde ich sagen... Ja, hier so am Tor selber bauen wir nochmal ein kleines Türmchen. Damit wir von da halt... Oh, ich habe Hunger. Die Feinde eliminieren können. Falls welche vorm Tor kommen. Und dann haben wir hier die Mauer geschafft. Dann haben wir wirklich einen Punkt, wo wir safe sind. Auf der anderen Seite müssen wir vielleicht nochmal ein, zwei... Was war das denn für ein Schrei? Alles okay? Wo kommt der näher? Ich habe ja schon verschiedene Rufe von diesen Kannibalen gehört, aber der war neu. Ich kann jetzt auch nicht deuten, ob der jetzt von dem... ob der jetzt von da kam oder von da oben. Mal kurz zumachen. Wir müssten ja eigentlich mal was essen. Machen wir gleich. Wer schreit denn hier rum mitten in der Nacht?
Hallo? Tickt sie noch richtig? Schon mal auf die Uhr geguckt? Es ist dunkel. Mitternacht wahrscheinlich. Oder kurz nach Mitternacht. Und die schreien ja einfach rum. Na gut. Dann brate ich mir jetzt noch mal was. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und nächstes Mal werden wir dann die Mauer zumachen. Vielleicht Türmchen bauen, mal gucken. Und dann versuchen wir mal ein bisschen was von unserer Liste abzuarbeiten. Aber wir sind noch gesund. Aloe Vera müssen wir noch finden. Unseren Sohn irgendwo heraufklettern. Finde einen Weg in den Kessel, ja gut. Passagiere finden. Erkunde tote Höhle. Erkunde Höhle auf Felsvorsprung. Erkunde Wasserhöhle. What? Wo sind die denn? Na gut. Eine Karte müssen wir auch mal finden. Gut, ansonsten würde ich sagen, ach, die Karte suchen wir vielleicht nächste Mal. Gehen wir einfach mal irgendwie in den Wald rein. Irgendwo gibt's die. Oder wir lassen uns einfach mal fangen. Damit wir an die Karte kommen. Das ist doch, glaube ich, auch ein guter Plan. Wir lassen uns einfach mal fangen. Aber dann geht die ganze Rüstung wieder kaputt. Das ist auch doof. Ne, wir müssen einfach eine Höhle finden, wo wir diese Scheißkarte finden. Genau. Wir suchen einfach nach Höhlen. Gut, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Abonnieren nicht vergessen. Ciao.